Na endlich! Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Wing Commander 2. Boah, seit 10 Minuten versuche ich das jetzt hier wieder in Gang zu kriegen, aber Fraps hat sich einfach standhaft geweigert, hier im Spiel zu starten. Ich weiß auch nicht, was im Moment los ist. Ich hätte das Spiel nicht in die Taskliste verschieben sollen, wahrscheinlich nach der letzten Mission. Aber das regt mich einfach nur auf. Aber ich habe es ja jetzt zum Glück fast durch. Es sind noch 4 Missionen. Und beim letzten Mal haben wir den Sprungweg ins Kitty-Frag-Mang-System gefunden. Das heißt, wir sind jetzt in kiratischem Territorium und wir gucken mal, was heute so auf der Concordia los ist. Der Admiral, ein Smart Guy? Ich glaube nicht. Der Admiral ist einfach nur ein Idiot. Aber gut, sei es drum. Wir sind jetzt tatsächlich in Kitty-Frag-Mang angekommen und wir gucken mal, was heute auf dem Plan steht. Thank you.
Gut, das gucken wir uns jetzt nicht nochmal an, das haben wir oft genug gesehen. Okay. Voll ganz. Obwohl, vielleicht gehe ich sogar nur auf die Mass Driver, das ist vielleicht besser. Ich probiere es mal aus. Weapons, Pillum FF, Friend of Foes. Ja, fange ich mit dem Friend of Foes an und auf geht's. Boah, ich kann echt brechen, Leute. Ernsthaft. Let's go after those bastards. Ja, break and attack. You got it, Maestro. So. Lock und jetzt erstmal ein bisschen Gas geben, Vollgas geben. The Imperial Guard will kill you. Nein, wird sie nicht. Weil die Imperial Guard ein Pussyhaufen ist. So, schön ausweichen, nicht in die Heckkanone fliegen. Na, genau das wollte ich vermeiden. So, jetzt darfst du gerne bitte mal drauf gehen, Herr Kollege. Okay, jetzt muss ich erstmal ausweichen und abwarten, bis meine Waffen wieder voll aufgeladen sind. Weil sonst hat das alles einfach keinen Sinn. Nein! Nicht reinfliegen! You cannot defeat the Drakai! Habe ich gerade, Herr Kollege, habe ich gerade. Jetzt wieder schön in Bewegung bleiben. Nicht zu nah ranfliegen. Captain, I need some help. Du brauchst immer Hilfe, du Pussy. Was kannst du eigentlich? Ernsthaft? So. You're solo on this, Maestro. Oh, du kannst nix, ey. Ernsthaft. Okay, willst du, dass ich meine Gans wieder in Ordnung kriege? Sieht gut aus. Jetzt holen wir uns diesen... Jetzt holen wir ihn uns. Oder auch nicht. Wenn das so weitergeht, natürlich nicht. Ist klar. So. Ah! Jetzt habe ich natürlich... Oh, alter Schwede, jetzt habe ich natürlich wieder die ganze Bande, die sich hier auf mich stürzt. Das ist natürlich richtig, richtig böse. Oh, komm. You cannot defeat the Drakai. Ich bin gerade dabei, die Drakai zu besiegen, aber macht da nichts draus, Herr Kollege. Sauber. Das wird jetzt schwierig genug. Schieße ich jetzt zwei auf einmal. Ja! Mist! Scheiße, ich habe eine Waffe verloren? Oh, nee. Na gut, dafür kann ich jetzt schneller schießen. Ist trotzdem scheiße. I will clean my claws on your corpse. Glaube ich nicht. Ich würde ja gerne den FR jetzt mal zerstören. Ich glaube, you cannot defeat the Drakai. Ich wechsle mal auf die Particle Cannon. Oh, ja, geil, mein Radar ist zerstört. Super, ich kann nichts mehr sehen. Hey, klasse, Mensch. Ja, schaffe ich ja schon wieder nicht, ne? Weil ich ihn jetzt erstmal finden muss. Da ist er ja. Hilft mir Lola da nicht.
Weil ich nicht hinten dran fliegen darf. Ah! Und jetzt bloß nicht kollidieren. Das wäre der größte Fehler, den ich machen kann. So. Komm schon, der muss doch jetzt mal explodieren, verdammt! You cannot defeat the Drakai! Ja, ja, ich und meine Drakai. So, wo ist er denn jetzt? Da. Na also! Okay, jetzt muss ich nur das Großkampfschiff finden, da ist es. Okay, ich warte erstmal, bis ich meine Schilde regeneriert haben und dann fliege ich nochmal rein. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, wie ich das schaffen kann. Ich habe nur noch einen Torpedo? Oh, super, okay, kann ich nicht mehr schaffen. Ich habe einen Torpedo verloren. Ich habe nur noch einen und anders kann ich das Ding nicht besiegen. Juhu, das ist jetzt ziemlich uncool. Da kann ich eigentlich nur noch eins machen. Nämlich zurückfliegen. Ich kann ihn nicht zerstören mit einem Torpedo. Völlig unmöglich. Hilft nichts. Und sehen kann ich auch nichts mehr. Das ist ja wieder Kacke. Und wessen Schuld es ist? Genau. Jazz. Das war so klar, dass ich ein Torpedo verliere. Ich kann es nicht ändern. Ich muss zurück. Requesting assistance. Ernsthaft? Oh nein! Wo? Da. Okay, das ist einer gewesen. Das war noch einer. Okay, das waren alle drei. Ja, darf ich jetzt bitte kommunizieren hier? Ich möchte gerne landen. Ah, Mann. Affirmative, you are clear to land. Ja, das ist jetzt einfach total ärgerlich, dass das nicht hingehauen hat. Ich hätte ihn ja gerne abgeschossen, aber mit einem Torpedo brauche ich das nicht versuchen. Das ist Quatsch. Verdammter Mist, ey. Okay, jetzt bin ich auf den Dialog gespannt, ey. Verdammt. Ja, das ist natürlich schade. Hätten die mir den Torpedo nicht weggeschossen, dann hätte ich den Ralata gerne abgeknallt. Aber ist halt so, ich kann es leider nicht ändern. Mit einem Torpedo geht es nicht. Ich brauche zwei Torpedos, um das Großkampfschiff zu zerstören. Und ich hatte ja auch keine Raketen mehr. Und dann natürlich noch die Grickhef bei NAV 3. Das ist natürlich heftig gewesen. Aber gut, ist nicht zu ändern. Die Mission ist trotzdem geschafft. Wir sind ja schon auf dem Siegerweg. Wir können eigentlich nur noch verlieren, wenn wir in der letzten Mission verkacken.
Aber trotzdem, das wird noch sehr interessant hier in Kitty Fragmang. Und was hier noch so passiert, das sehen wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Wing Commander 2.